Servus, Leid, ich bin's wieder, als ein Leusle. Und ich bin der Papa. Was schaust du so blöd? Die reden was und ich verstehe es nicht. Ja, wir sind in Kroatien. Ach so. Ja, schon. Ja, aber die sprechen ja besser Polnisch wie der Papa, gell? Das muss ich jetzt so einmal sagen. Ja, wir waren gestern beim Essen und der hat sau gut geredet. Ja, der kam ja auch aus München-Neuperlach. Was gar nicht. Doch. Das wissen wir doch gar nicht. Der hat doch gesagt, dass er in München geboren ist. Ja. Und deshalb so gut Deutsch spricht. Er hat auch gut Polnisch geredet, besser wie der Papa. Und jetzt in Kroatien, gibt's euch das einmal. In Kroatien, ja, wir sind in Kroatien. Ja, also ich habe gestern eine österreichische Gulasch gegessen, weil die ist gut, saugut. Aber da empfehlen. War kein Knödel dabei. Na, ich habe dann nachher noch ganz Hunger gehabt, weil ohne Knödel ist... Nicht Gesser, ohne Knödel ist nicht Gesser. Gesser, was ist ein Gesser? Ohne Knödel ist nicht Gessen. Gießen. Gessen. Gießen. Gessen. Gießen. Ohne Knödel ist nicht Gessen. Gießen. Ohne Knödel ist nicht Gessen. Gießen. Ohne Knödel ist nicht Gessen. Gießen. Gessen. Also, das wird einfach nichts. Ich sage, wenn die Kroaten schon bis zur Porsche stehen, wird er bald. Er kommt aus München. Aus Minger ist er gekommen. Ein Kellner, nur ein Kellner. Ja, komm jetzt. Also, und nachher ist vorhin, wir wollten zum Strand, dann ist jetzt da gerade einer gefahren mit der Durchsage und ich bin mir sicher, der hat gewarnt vom Haialarm. Das war ein Altwarenhändler, der war fuhr mit einem Lastwagen. Na, der hat vor Haie gewarnt. Weshalb soll man mit einem Lastwagen fahren, wenn Haigefahr ist? Die Opfer einsammeln. Die Opfer einsammeln. So freilich. Die, was der Hai gefressen hat. Was war das? Was? Der Hai hat's gefressen. Der Hai hat's. Also der Hai hat's gefressen. Gefressen. Der Hai hat's fressen. Gefressen. Der Hai hat's gefressen. Gefressen. Der Hai hat's gefressen. Naja. Also da sind wir nur am Üben. Ja. Ja, und der Hai hat's gefressen. Und jetzt stellt euch vor, ich wollte jetzt Skibordisch lernen mit dem Papa, aber der Papa? Ich bin im Urlaub. Ja, totaler Blödsinn, er ist im Urlaub. Ja, wo können wir denn da hin? Sehr fix. Nicht einmal der Ansporn, dass die Kroaten bis zum Bordisch reden, wie der Papa. Ein Kroate aus München-Neuperlach spricht besser Bordisch als ich. Ist doch eine Schande für dich. Der ist da geboren, der ist da zur Schule gegangen. Wohin? Zur Schule. In Schul. 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 Also wir gehen nachher. Und jetzt sagt euch das auch. Ich habe immer noch kein Strohhut, weil mein Papa so knickert ist, dass ich kein Strohhut nicht kriege. Aber da dein anderer Hut, das steht ja so gut. Ja, das darf ich jetzt auch sagen. Bloß weil er so knickert ist, ich mag einen Strohhut und ich mag einen Hawaii-Himmel für den Urlaub. Ich schau mal. Ja, schauen wir mal, ob ich einen Strohhut kriege, ich glaube schon nicht. Wir gehen jetzt erst zum Strand, trotz Haigefahr. Trotz Haigefahr. Ja, du darfst vorgehen ins Wasser. Ja. Ja. Weil wenn, dann wird der Papa gefressen und nicht ich. Ja. Da muss man schon ein wenig egoistisch sein, ja. Ja, ist schon gut. Ja. Schon recht. Schon recht. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frau Haie gewohnt haben. Bestimmt. Ja. Also nachher, Servus, euer Leute. Und euer Baba.